Herzlich willkommen bei Türkische Fakten, heute mit dem zweiten und vorerst letzten Teil unserer Uiguren-Videoreihe. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, könnt ihr unten in der Beschreibung auf den ersten Link klicken und dies nachholen. Im ersten Teil haben wir den Anfang der Geschichte der Uiguren präsentiert und heute möchten wir diese abschließen und euch die aktuelle Lage der Uiguren zeigen. Im 18. Jahrhundert wurden die Uiguren von den buddhistischen Manchu erobert und an das chinesische Reich angeschlossen. Im 19. Jahrhundert versuchte der Khan, der Kokander Jakob Beg, die Uiguren zu befreien und mit chinesischem Turkestan ein neues Reich zu erschaffen. Dies misslang aber, da sein Aufstand nicht von allen Turkvölkern unterstützt wurde und auch die muslimischen Chinesen ihn bekämpften. Bei den Aufständen sollen mehrere Millionen Uiguren und Chinesen gestorben sein. Zwischen 1884 und 1949 gab es weitere 42 Aufstände von den Uiguren und von 1949 bis 1972 weitere 58 Aufstände. Dabei sollen weitere Hunderttausende Uiguren und die Mitglieder verschiedener Turkvölker, die sie unterstützten, ums Leben gekommen sein. Nach dem Zerfall des Kaiserreichs gab es einige Male weitere Versuche, die Unabhängigkeit zu erlangen. 1933 bis 1934 sowie 1944 bis 1946 gelang es den Uiguren, eine Autonomie zu gründen, namens Islamische Republik Ost-Turkestan. Diese Unabhängigkeit hielt dennoch nicht lange, da es außenpolitisch keine Unterstützung gab. Kein Land erkannte den Staat der Uiguren an, nicht mal die Türkei, die Sowjetunion oder die Erzfeinde der Chinesen, die Japaner. Nach dem Sieg der Kommunisten über China 1949 bekamen die Uiguren eine autonome Region namens Xinjiang, welches neues Gebiet oder neues Land bedeutet. Seitdem führt die chinesische Regierung eine Assimilationspolitik gegenüber der Minderheit im Land und besonders gegenüber den Tibetern, Mongolen und den Uiguren. Seit August 2017 ist die uigurische Sprache in den Schulen verboten. Weder darf die beigebracht werden, noch dürfen Kinder mit Lehrer oder miteinander uigurisch sprechen. Abgesehen davon ist es schwierig für Uiguren, ihre Religion auszuüben. Denn in Zeiten des Ramadans werden Schüler kontrolliert und teilweise zum Essen oder Trinken gezwungen. In den Firmen werden in den Zeiten des Ramadans vor den Vorständen Feste veranstaltet, um die Uiguren unter Druck zu setzen. Eltern dürfen seit April 2017 ihren Kindern nicht mehr Namen wie Mohammed, Saddam, Medina oder Rana geben. Muslimische oder türkische Namen gelten generell als verboten. Außerdem berichtet die britische Zeitung The Guardian, dass die Namen von Jugendlichen unter 16 Jahren der islamische Name geändert werden soll. In die Moschee darf man erst ab dem 18. Lebensjahr gehen und vor der Moschee stehen öfters Beamte, die die Bevölkerung unter Druck setzen. Human Rights Watch berichtete über einen Vorfall, als ein uigurischer Polizist in der Moschee seine Zigarette aus Respekt ausdrückte und von seinem Vorgesetzten Ärger bekam, weil seine Haltung nicht kommunistisch war. Das Tragen eines Schleiers ist seit längerem schon verboten und Bärte dürfen nur Ältere tragen. Die österreichische Website derstandard.at berichtete, dass ein Mann zu 6 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt wurde, da er einen Bart wachsen ließ, und seine Frau wurde zu 2 Jahren verurteilt wegen dem Tragen eines Schleiers. Imame müssen ihre Freitagspredigten zuvor Regierungsstellen zur Überprüfung vorlegen. Seit November 2016 wurden vielen Uiguren die Reisepässe abgenommen und diese können nur mit speziellen Ausnahmen das Land verlassen. Um sich für Reisedokumente zu bewerben, müssen Einwohner teilweise DNA-Proben abgeben. Die Aktivistin Sophie Richardson von Human Rights Watch sagt dazu: Die chinesische Regierung hat keinen glaubwürdigen Grund um die Rücknahme der Pässe der Menschen angegeben, womit das Recht auf Bewegungsfreiheit verletzt wird. Zu der Assimilationspolitik der chinesischen Regierung gehört auch die Umstellung von Han-Chinesen in die Gebiete der Uiguren. Während im Jahre 2000 nur 1,5 Millionen Han-Chinesen in der uigurischen Hauptstadt Ürümqi lebten,
waren es 2010 bereits über 2,3 Millionen. Auch international übt die chinesische Regierung Druck auf die Uiguren aus. Der Generalsekretär des in München ansässigen Weltkongress der Uiguren, Dolkun Issa, wurde im Juli 2017 in Rom von italienischen Behörden verhaftet, da China dies anordnete und die italienischen Behörden ihn international gesuchten Terrorist einstuften. Berichten zufolge wurden die letzten Jahre Zehntausende Uiguren festgenommen wegen separatistischen Aktivitäten. China ist eine der Nationen mit der härtesten Internetzensur. Somit ist es schwierig, an neue Informationen aus den uigurischen Gebieten zu kommen. Die Menschen, die trotzdem versuchen, Informationen ins Ausland zu senden, riskieren damit, gefangen genommen zu werden und im schlimmsten Fall sogar zu Tode zu verurteilt zu werden. Wer ansatzweise helfen möchte, kann dies in Deutschland am besten tun. Der Kongress der Uiguren, welcher ständig Demonstrationen, Organisationen, befindet sich in München und die können immer Hilfe gebrauchen. Egal ob mit medialer Unterstützung oder finanziell. Wir verlinken euch die Webseite und alle anderen Links in die Beschreibung, damit ihr euch separat informieren könnt. Ihr könnt oben auf das i klicken und abstimmen, worüber wir als nächstes ein Video für euch drehen sollen. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und wie viel ihr bereits wusstet und wie viel ihr dazugelernt habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das Video auf Facebook oder auf WhatsApp mit euren Freunden teilt und einen Daumen nach oben da lassen könntet. Für euch ist das nur ein Klick, aber wir sehen dadurch, wie sehr sich unsere Arbeit lohnt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen Einblick über die uigurische Geschichte und der aktuellen Lage der Uiguren bekommen. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.